Lukas, Kapitel 5. Einen Tag, als Jesus um sein Genezareth stund, und dort Volk sich am Arm drängt, dort Gottes Mutte hier, sah er zwei Boots an die Korn sei stohnen, während die Fische ihre Naht waschen. Er stieg an dort eine Boot nähern, dort Simon sein Vier, denn seht, er soll in Ängste von der Korn auffahren. Dann sah er sich dolen dir die Menschen von dem Boot. Und als er abhielt mit Reden, seht er zu Simon, vornab, wo der Teub ist, und lud den Naht rauf, zu fischen. Simon aber antwortet seht er an, Meister, wir haben die ganze Nacht schwer geschafft und haben nichts gekriegt, aber ein Dunkt. Wenn du so sagst, dann lud ich dort nah drauf. Und als sie dort deuten, kriegen sie ein großes Schau Fisch, so dass ihre Nats anfangen weh zu rieten. Dann wangen sie ihre Partner im anderen Boot, dort sie an sollen halben kommen. Und die kämen und sie haben die Boot spät so voll, dort die anfangen unterzugehen. Als Simon Petrus dort sagt, falle ab Knien für Jesus und seht, Herr, geh von mir weich, ich sie ein sinniger Mensch. Hei und die anderen, die mit am Wieren, standen über dem Außen Fisch, die sie gekriegen hatten, und ruht sie auch Jakobus und Johannes, Zebedeus seine Sehns, Simon seine Partner. Und Jesus sagt zu Simon, fercht die nicht, von nun an wirst die Menschen trieben. Und als sie ihre Boots dann gelandet hatten, verleiten sie dort alle und gingen mit am Met. Und dort nahm sich so ram, als sie an eine gewisse Stadt wie, kam da ein Lepramann und sagt Jesus und schmeißt sich lang vor am Dolen seht, Herr, wenn du weißt, du kannst mir reingehen. Und er streckt seine Hand aus und schiert am Ahnen seht, dort wo ich daunen. Und am selben Augenblick wie seine Krankheit war. Und Jesus verbot ihm, dort irgendwen zu sein. Aber er soll gehen, sich den Priester verstahlen und aus sein Zeichnis für seine Reinigung ein Opfer bringen, so es Moses befohlen hat. Aber dort nichts von was er gedonen hat, verspreit sich bloß so viel Maya, und die Menschen kämen wie Schauwa am zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Aber Jesus ging zu Tiden für sich allein am zu beten. Einen Tag, als er lehrt, sollten am Pharisäer und Schriftgelehrte, die von alle Darpe in Galiläa und von Judäa in Jerusalem gekommen wären. In Gott seine Kraft stand am zur Hand, die Kranke zu heilen. Dann brachten einige Männer einen gelähmten Mann ab ein Bad, den sie versuchten nennzubringen und für Jesus Hand zu leihen. Aber als sie keinen Weg fangen, am nennzubringen, wenn es da so viele Menschen wären, stehen sie ab am Hüsten ab und leeren die Teilen zu sehen und leiten am mit Badtaub mehr den manchem Volk für Jesus rauf. Als sie ihren Glauben sagt, seht er zu ihm, Mensch, wie sind deine Sünden verjäft? Die Schriftgelehrte und Pharisäer fangen an, durch ihre Note denken und sehen, wer ist es, der durch Gottes lasterlich redet? Wer sagt, dass Gott kann Sünden vergeben? Aber aus Jesus Antwort, was sie dachten, seht er zu ihm, zu was habt ihr so eine Gedanken am Hort? Was ist leichter zu sagen, die sind deine Sünden verjäft? Oder zu sagen, steh ab und geh. Aber dort die Weiten kennen, dort die Menschen sehen, ob ihr die Kraft habt, Sünden zu vergeben, seht ihr den gelähmten Mann. Ich sage dir, steh ab, nimm dein Bad und geh nach Hause. Er stand plötzlich fern ab, nahm sein Bad, ob dort er gelegen hat, ging nach Hause und lobt Gott. Alle Mann standen dort Eva und sie lobten Gott. An Eva kam auch eine Furcht, dort sie sehen, wir haben von dort gütergewöhnliche Dinge gesehen. Aus der Eva wir, ging Jesus rüt und sagt Levi, ein Taxkollektor, an seine Taxboot setzen. Jesus sagte ihm, komm ihn nur folgen. Und Levi stand ab, verleiht alles und folgt ihm nur. Dann reit Levi bis sich am Haus eine große Gastmultitude, und da wären ein großer Schauftaxkollektor und auch andere, die mit am Taub eiten. Aber die Schriftgelehrte und Pharisäer grunzten durch Eva zu seinen Jüngern und sehen, warum da jemand Taxkollektor und Sünder Taub eiten und trinken? Jesus antwortet sie zu an, der gesunde Brocken den Doktor nicht, den Brocken muss der Kranke. Ich sie gekommen, die sind da anzuspornen, anzukehren und nicht der Gerechte. Sei sehen zu ihm, Johannes seine Jünger fasten und beten vorken, und so auch die Pharisäer ehren, aber die Jünger eten und trinken. Und er sieht zu an, kann je den Brigham seine Freund bad durchbringen, dort die fasten, solange es der Brigham wie an ist? Aber die Zeit wird kommen, wenn der Brigham ihr Wort von an wahrgenommen seinen, dann wollen sie fasten. Dann redet er zu an durch ein Gelegnis. Keiner näht in nie vielleicht zeig ob ein Ole Knopf, sonst redet einer dort nie in zwei, und dort nie vielleicht passt nicht ob das Ole Knopf.
Und da hat doch keiner nie in Wien ein Ole Wien-Lader schnern. Von den nie in Wien wurden die Ole Lader abplatzen in den Wien verquittern und die Lader werden verbrockt. Ob er nie in Wien mit einem nie Lader gegoten worden, dann bleibt beides gut. Und wer Ole in Wien getrunken haft nicht vor sein Darst noch nie, weil sie sagt, die Ole ist besser.